Nochmals schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Willkommen zu Plan B. Wir kommen gleich zu den Studienerinnerungen, aber eins müssen wir unbedingt dem voranstellen. Nämlich, wir sind es ja gewohnt, dass wir von dir etwas vorgetragen bekommen. Musik, Lieder, Texte. Was hat man denn dir gestern dargeboten? Hoch soll sie leben, ja. Happy Birthday. Wer hat für dich gestern gesungen? Für mich wurde viel gesungen gestern. Ich habe ganz entgegen meiner Gewohnheit, ich bin eigentlich eine Leisetreterin geburtstagsmäßig, aber ich war ganz lange krank im Sommer. Und dann hatte ich gestern das Bedürfnis, alle meine Freunde zu sehen und habe zwei Partys gefeiert. Also ich habe vormittags mit Freunden gefrühstückt und mit nochmal doppelt so vielen am Abend. Also es wurde viel gesungen. Ach, wie schön. Ja. Und mitgesungen, oder? Ich? Für ja. meinen Geburtstag? Ja. Nee. Schön die Klappe gehalten und mich besingen lassen. Wir haben gerade gehört, in der UdK war leider kein Raum, kein passender, frei. Was ist deine grässlichste Erinnerung an die UdK? Meine grässlichste Erinnerung? Oh Gott. Also, nur schöne Erinnerungen. Nee, tatsächlich habe ich sehr gespaltene Gefühle zu meiner Studienzeit und bin deswegen auch ganz befangen heute, weil ich nicht so genau weiß, ob man das sagen darf. Ich habe nicht besonders gerne studiert. Ich finde, wir sollten hier offen sein. Ja. Ich musste mal in Hannover über Hannover reden, das war auch hart. Genau. Also ich habe auch sehr, sehr liebe Freunde in meinem Studium kennengelernt und ich habe auch ganz tolle Sachen gelernt. Ich habe aber auch mich so ein bisschen verirrt gehabt in meinem Studiengang. Der Studiengang heißt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und ich hatte im Beratungsgespräch, bevor ich angefangen habe, gefragt, ob man da in Wirklichkeit was anderes viel ernster meinen kann. Also ob das hinhaut, wenn man eigentlich Musik machen möchte. Und die waren sehr offen und haben gesagt, ja. Aber was lernt man in der Wirtschaftskommunikation? Hast du das verstanden? Ich habe das verstanden und ich habe auch erst nach 6 Semestern abgebrochen. Oder 8, glaube ich. Also ich habe auch tolle Sachen gelernt. Also zum Beispiel habe ich Filmschnitt gelernt. Ich habe Animationsfilme aus Knete gemacht, wo irgendwie ein weißer Hai auf einem Frühstückstisch sein Unwesen getrieben hat und Gegenstände in die Tischplatte gezogen hat. Ich habe echt viel Spaß gehabt, aber eigentlich ist es ein Werberstudiengang und da war ich relativ gründlich falsch. Und das habe ich von wegen meiner schlimmsten Erfahrung, das war im Einführungsseminar, also so ungefähr nach 5 Minuten, da wurde die Cannes-Rolle gezeigt, also diese Rolle mit die den tollsten Werbespots, die sehr unterhaltsam ist. Ne? Und dann ist nach der Cannes-Rolle eine Studentin aufgestanden, die Dreadlocks hatte und hat gefragt, ob denn dieser und jener Werbespot irgendwie ethisch so vertretbar sei, weil es da irgendwie darum ging, dass man sehr, sehr schnell durch die Innenstadt fährt mit seinem tollen Auto. Und irgendwie lügt, dass die Frau schwanger ist. Und das hat sie zu Recht gefragt, ob das denn eigentlich nur witzig ist. Und der ganze Saal hat gelacht, also über die Frau. Sie ausgelacht. Der ganze Saal hat sie ausgelacht. Und das war so nach 10 Minuten meines Studiums. Und es gab so einen Moment, wo ich dachte, vielleicht habe ich mich auch verlaufen. Das habe ich dann noch 8 Semester gemacht und viele Sachen waren auch toll. Aber wie warst du überhaupt dann auf diese Idee gekommen ist? Gekommen? Ein bisschen, um meinem Vater zu beweisen, dass ich einen Plan B habe. Also ich wollte eigentlich nach Liverpool und dort selbst, was ähnlich bescheuert war, Musical-Gesang machen. Es war völlig absurd. Also ich wollte eigentlich nicht Musical-Gesang machen, ich wollte da nur sein. Und hatte Fame gesehen in sehr jungen Jahren und ich wollte da eigentlich nur hin und ich habe da Sommerkurse gemacht und habe tatsächlich so Musicalkurse belegt, die auch sehr schön waren.
Und dann bin ich da in der letzten Bewerbungsrunde rausgeflogen und war herzgebrochen, also völlig zerstört in Wirklichkeit. Und wollte eigentlich nur ganz schnell beweisen, dass ich so total weiß, wie es weitergeht. Und dann gehe ich halt nach Berlin. Also so, war nicht besonders tief. Vorher hast du ja in Freiburg gelebt. Genau. Ja. Warst du eine gute Schülerin? Ja. Uneingeschränkt. Schämt man sich immer so? Nee, ja. Gar nicht. Ich staune immer nur, weil ich so ein schlechter Schüler war und mit 20 erst Abitur gemacht habe. Ich war eine gute Schülerin an einer Gesamtschule und habe meine gesamte Schulzeit so sehr im Spagat zugebracht, weil es mir leicht gefallen ist und ich trotzdem gerne lieb gehabt werden wollte. Und ich war auch Klassenclown und habe auch sehr viel in der Tiefgarage gekifft. Gekifft? Ja, also mehr so, um erwischt zu werden. Also ich habe versucht, viele Schuhe zu tragen. Was ist denn deine Erinnerung an Freiburg? Einigen gilt es als eine Art Musterstadt, wo die Dinge schon sehr viel weiter sind als im Rest des Landes. Für andere ist es eher so eine alternative Hölle. Was war es denn für dich? Also ich bin in Berlin geboren, ja, und war die ersten 6 Jahre hier. Und damals gab es so einen Massenexodus nach Freiburg. Also wenn man ins Grüne wollte, und ich war so ein Asthma-Kind und man musste mich irgendwie aufs Land verschicken, dann war Freiburg naheliegend, weil es so links und grün und aufgeschlossen war. Und für mich war es trotzdem ein riesiger Kulturschock. Weil? Weil es doch sehr spießig war natürlich und wir auch erstmal nicht wussten, also ich bin dann auf irgend so eine Grundschule, die war sehr, sehr spießig und ich hatte jahrelang auf jeden Fall mit großen Anpassungsschwierigkeiten zu tun und bin sehr rausgefallen und das möchte man als Kind ja nicht so dringend. Und dann bin ich aber später auf diese Gesamtschule gegangen und ab da wurde alles wieder so, dann wurde es auch irgendwie gut. Glaubst du, dass sich ökologisch, grün und spießig ausschließen oder bedingen? Also bedingen auch nicht unbedingt, aber Spießer gibt es wirklich überall. Also Spießer gibt es auch in der Antifa in Berlin. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Nee, in der Antifa war ich nur in Freiburg, aber also Spießigkeit ist ja eine gewisse Unbeweglichkeit im Herzen. Und im Geist, die es ja wirklich überall zu finden gibt. Und ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die ganz tolle Sachen machen, ne? Die sich hauptberuflich für tolle Sachen einsetzen und habe da alles erlebt, also von wunderbaren Leuten bis zu ganz engherzigen, engstirnigen Leuten in den tollsten Positionen. Also das sagt nichts. Aber wenn du mir die Vorlage gibst, dann muss ich jetzt nachhaken, weil dass du in der Antifa warst, war bislang unbekannt. Was hat dich denn hauptsächlich wegen der Jungs. Was hat dich wegen der Jungs? Ja. Und weil das Radikale dir gefallen hat? Auch, ja. Und wurdest du ernst genommen in der Antifa? Ja, ich konnte Gitarre spielen. Okay. Was durftest du vorsingen? Ich habe Gitarre gelernt, um bei den Mahnwachen gegen den Golfkrieg und gegen die Schließung meiner Gesamtschule performen zu können, sozusagen, ne? So mit 12, 13 und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ganz gut ankam beim anderen Geschlecht und beim gleichen auch. Es hat schon mit reingespielt, auf jeden Fall. Hat es dir nachgehangen, dass du das Studium abgebrochen ist oder ist das etwas, was Eltern nur ihren Kindern erzählen, damit sie zu Ende studieren? Ich habe das keine Minute bereut und ich finde von ganzem Herzen, dass man keine Lebenszeit verschwenden darf an irgendwas, das einem sinnvoll erscheint, aber sich nicht richtig anfühlt. Also ich würde jedem raten, sein Studium abzubrechen, wenn er es nicht fühlt. Aber auch nicht unbedingt abraten. Nein, also ich denke, man sollte sein Studium als vollständiger Mensch betreten und wieder verlassen und sich nicht zu sehr
gängeln und einschränken lassen, wie man zu lernen hat. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde Lernen großartig. So, Lernen ist mein allerliebstes Hobby. Und wenn man an tolle Orte gehen kann, wo es viel zu lernen gibt, finde ich das auch toll. Aber man muss darin, glaube ich, sehr frei und sehr wach bleiben. Jetzt hast du ja vor kurzem mal die Seiten gewechselt, ja, und bist selber Dozentin gewesen für Poetik an der Universität Koblenz-Landau, was ich nur kenne aus den Shows von Harald Schmidt. Ja, ich auch. Wie war denn das in Koblenz-Landau und welche Erfahrungen hast du gemacht mit Studierenden? Ich war leider ja nur einmal da und das war aber sehr schön. Also ich habe mich ausgiebigst vorbereitet und habe schon dabei total viel Spaß gehabt, einfach mal so zu durchleuchten, wie ich das eigentlich mache, was ich mache und ob man das vermitteln kann. Und das war sehr schön, also weil ich wirklich gemerkt habe, ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren. Und natürlich kann man da Sachen erzählen, von denen vielleicht auch jemand anders profitiert. Und das war wirklich toll, das vorzubereiten. Ich bin dann sehr wenig davon nur losgeworden. Es war schon eher ein Ehrentitel. Also es war mehr Urkundenüberreichungen. Und dann gab es auch noch so ein Interview mit dem Bürgermeister. Und vielleicht habe ich was Falsches gesagt. Sie haben mich nicht wieder eingeladen. Das war ein einmaliges Gastspiel. Ja. Oh. Aber ich bin Ehrendozentin. Du würdest es trotzdem jederzeit wieder machen, ja, wenn man dich fragen würde. Also es hat mir wirklich total Spaß gemacht und die Studenten haben sich auch sehr gefreut, aber ich bin meinen Stoff nicht losgeworden. Wenn irgendjemand was über Songwriting wissen möchte, ich habe Notizen. Okay. Dem unserem Konkurrenzblatt Spiegel habe ich entnommen, dass du als ganz junges Mädchen, so mit 19, schon die Zeile hattest, ich will da oben stehen. Wie kamst du zu diesem Traum oder zu dieser schönen Form von Größenwahn? Ich glaube, ehrlich gesagt, der Größenwahn war so ein bisschen eine komödiantische Zuspitzung damals schon, weil ich das Gefühl hatte, nur so kann ich mir das erlauben, eigentlich Kunst machen zu wollen. Also ich habe damals schon keine Fantasien gehabt, vor zigtausenden Leuten auf Festivals zu spielen oder so. Also wirklich, es kam nicht vor in meinen größenwahnsinnigen Fantasien oder so. Ich hatte diese Bilder nicht. Ich hatte auch keine Bilder von mit dem Jet rumzufliegen oder so. Ich hatte ziemlich ausgeprägte Bilder davon, dass ich so in Schwarz-Weiß-Dokus vorkommen würde mit anderen Leuten. Die, auf Arte. Ja, auf Arte. Nee, ich war, ich glaube, ich war aus tiefster Seele Fan. So, ne? Und eigentlich wollte ich nur eine Erlaubnis haben, mich möglichst nah ans Feuer zu stellen. Also ich wollte in der Nähe sein von Kunst. Ich wollte da mich dran wärmen und dabei sein und teilhaben. Und dann habe ich dieses Lied Popstar geschrieben mit 19, da war ich aber auch sehr verliebt noch in jemanden, der eine Band hatte und so. Okay, aber ich meine, das klingt natürlich sehr, sehr edel, wenn man sagt, man wollte am Feuer der Kunst stehen. Aber hattest du nie die Fantasie, ich will aber auch ganz doll geliebt und bewundert werden von Menschen und ich will, dass mir möglichst viele zuhören und dass die Hallen voll werden? Also irgendwie an Hallen und so habe ich nicht gedacht, aber natürlich sollten mich alle toll finden. Und natürlich ist dieses Gefühl, was man hat, wenn man dann plötzlich ganz bekannt wird, dass man so in einen Raum kommt und man hat quasi immer so eine Nebelmaschine in den Haaren, das ist auch attraktiv. Also das, ich glaube, jeder, der, also ich finde das immer schwierig, weil natürlich bin ich von Anfang an immer gefragt worden nach dem Geltungsdrang, den man Künstlern unterstellt. Und natürlich ist der da. Und ganz viele andere Berufe haben auch sehr viel mit Geltungsdrang zu tun. Und natürlich muss man extrovertiert sein oder auch sehr introvertiert. Ich bin beides abwechselnd, sehr schwankend und habe es damit auch in meinem Beruf nicht immer leicht gehabt. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass man immer darauf besteht,
dass der Impuls, Musik machen zu wollen oder Songs schreiben zu wollen, eigentlich was Tieferes und Schöneres ist. Weil das natürlich immer mitschwingt bei Popstars. Ne? Und natürlich möchte man Popstar werden, aber ein Teil von dem Popstar werden wollen, ist auch, dass einem der Ruhm die Erlaubnis gibt, das überhaupt zu machen. Das ist auch eine Rechtfertigung dafür, dass man sein Leben dem geben möchte. Das ist eine Rechtfertigung vor Eltern, vor Freunden, vor allen, dass das ja validiert wird dadurch, dass es andere Leute auch toll finden. Eigentlich ist es aber ein Bedürfnis, im besten Fall was zu teilen, was man gefunden hat, was man empfangen hat und irgendwie weiterzugeben hat. Meine eigene Beobachtung aus vielen Interviews, Porträts von prominenten Menschen, das meine ich überhaupt nicht negativ, auch bei den guten Prominenten, die es ja auch gibt. Und wenn ich mich selber auch berücksichtige dabei, also wenn ich sage, wenn ich mir Karrieren anschaue, so finde ich, dass fast alle eins gemeinsam haben, die Leute haben eine Macke. Ja, volle Kanne. Weil ich glaube, dass jemand, der sehr in sich ruht und sehr ausgeglichen ist und sehr viel von zu Hause mitbekommen hat, sich meistens diese Tortur des Hochkommens nicht antut. Es ist eine Tortur und es ist teilweise auch sehr lustig, aber es ist nicht einfach fürs Herz. Und Macken haben wir ja irgendwie alle. So. Und wenn man jetzt aber in irgendeiner Form Kunst macht, dann die meisten Leute gehen ja dann mit ihren Macken auch sehr produktiv um in irgendeiner Form und gehen da rein. Und oft ist es ja so, dass ein Künstler im Prinzip sich so eine Grubenlampe aufsetzt und stellvertretend in Abgründe reingeht und die Bodenschätze rausholt, sozusagen für alle. Und in seine eigenen Macken ganz tief reinguckt und ja, ich habe selber noch damit zu tun, rauszufinden. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich hätte gerne sehr viel weniger Geltungsdrang und sehr viel weniger Ego, weil ich weiß, dass es das Leben sehr viel schöner macht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich noch weiter in die Richtung gehe, dann kommt es irgendwann einer Berufsunfähigkeit gleich. Weißt du was, also wenn es dich interessiert, was nach meiner Beobachtung die gemeinsame Macke ist, dass sie irgendwann mal diese Erfahrung gemacht haben, großer Ohnmacht, nicht beachtet zu werden. Und das, was dann folgt, ist so ein verzweifelter Kampf um Wahrnehmung. Ich bin da und ich habe was zu sagen und ich habe was ganz Tolles, was ich euch präsentieren kann. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ich finde das irgendwie einen ganz feinen und interessanten Punkt, weil natürlich ist es so, aber aus den gleichen Gründen fangen Leute auch irgendwie stattdessen Weltkriege an und so. Und das ist ja eine Macke, die sehr viele Leute von uns haben, das nicht gesehen werden. Und dann gleichzeitig ist es ja so, dass man über das Schreiben zum Beispiel lustigerweise auch genau das macht. Also man wird ja nicht nur gesehen, sondern im besten Falle sieht man ja auch die Leute und schreibt über Sachen, in denen sie sich dann wieder sehr gesehen fühlen. Also ich habe das Gefühl, es geht auch um Verbindung. Sonst, also Kunst, die keine Verbindung herstellt, Verbundenheit, die interessiert ja niemanden. Also es geht ja auch darum, dass man sich in seinen Macken ganz, ne, verletzlich macht und den Leuten zeigt und sie dadurch auch sieht in ihren Macken. Ich finde das immer ein bisschen einseitig, dass so das Magische, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Kind sieht, ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit auf dem Küchentisch tanzen möchte und Lieder singen und so, dann gibt es natürlich den Aspekt, dass man denkt, aha, muss ich irgendwie produzieren. Auf der anderen Seite steht das Mädchen auch mit einem Fuß in einem Topf voll Gold und hat den gerade gefunden und will den allen zeigen. Also es hat auch mit Teilen und Magie zu tun. Gehörst du zu den Künstlern, die Angst haben oder Angst hätten vor einer Psychotherapie, weil sie denken, ist meine Kreativität futsch? Nee, überhaupt nicht. Ich gehöre zu den Künstlern, die denken oder zumindest selber erfahren haben, dass die wirklichen
Macken im Prinzip doch eher eine Behinderung sind. Und das ist oft eine Ausrede, ne? Das ist oft eine Blockade, dass man denkt, ich muss so schwierig sein und ich muss so gequält sein und ich muss so, ne, ich muss mich so winden und sonst kann ich keine Kunst herauspressen. Also bei mir ist es so, dass je mehr ich im Fluss bin und je glücklicher ich bin und je ungehinderter meine Sicht, umso mehr und glücklicher und besser. Und dazu kann eine Psychotherapie jemandem auch helfen? Wenn eine Psychotherapie da hilft, dann, also ich glaube nicht, ich weiß, ich kenne ganz viele Künstler, die sagen aber mir zum Beispiel schon alle auch, dass ich nicht üben darf, ja? Du machst alles kaputt. Nee. Also so, das glaube ich nicht so richtig. Also ich habe ganz viel therapeutische Arbeit in meinem Leben schon gemacht, wenig klassische Psychotherapie, mehr über den Körper und über das Singen und über Meditation und so, ne? Aber ich bin da extrem aufgeschlossen und habe mir bisher noch nichts kaputt geheilt. Glaubst du denn, dass jemand, der wirklich als Künstler was zu sagen hat, dass der am Ende auch entdeckt wird? Oder denkst du, dass es auch Künstler gibt, die wie in vergangenen Zeiten erst Jahrhunderte später entdeckt werden? Setzt sich Kunst am Ende durch? Sehr interessante Frage. Ne? Nur wenige sind berufen und so. Ne? Also ich glaube, bei Künstlern, die es schaffen, kommt einiges zusammen. Und da sind schon Fähigkeiten dabei, die über die Kunst hinausgehen müssen. Und wenn die Künstler die nicht selber haben, dann müssen sie Leute haben, die das für sie können und die sehr gut auf sie aufpassen. Also man muss robust sein in gewisser Art und Weise. Und wenn die Robustheit dadurch entsteht, dass man sich sehr weich und durchlässig machen kann oder so, ne? Aber es braucht ein paar Fähigkeiten, die zusammenkommen müssen, um das überhaupt machen zu können. Versuch es dir an einem Beispiel klar zu machen, was ich meine. Auch weil du, ich weiß, dass du nächstes Jahr bei dieser Sendung mitmachen wirst, Sing My Song. Es gibt so eine Castingshow, The Voice. Ja, mag ich sehr gerne. Ich auch. Ja. Und da hörst du Leute, von denen sagst du, die haben absolute Starqualitäten. Mhm. Aber du weißt jetzt schon, die meisten werden sich nicht durchsetzen. Und ich als Laie sitze ich vorm Fernseher und frage mich, warum? Also erstens gibt es wirklich unheimlich viele blockierte Musiker, die... Was sind das, blockierte Musiker? Die so Schattenkarrieren, also die viel Ablenkung in ihrem Leben zulassen und die sich nicht ganz trauen, wirklich ganz direkt auf den eigentlichen Traum loszugehen und dann unheimlich viel Energie reinstecken, irgendwas zu machen, was beinahe das ist, was sie machen müssten und sich unheimlich selber auf den Füßen stehen. Also ich kenne viele Leute, die sehr begabt sind, die aber von einem Drama ins nächste rasseln und unheimlich viel Energie verlieren oder die, also Kunst macht auch Angst. So, ne? Und das ist ein großes Wagnis und viele Leute gehen stattdessen in Süchte, gehen stattdessen in Ablenkungen, gehen stattdessen ins Internet. Gehen. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, du bist eine große Skeptikerin. Ja? Eine große Skeptikerin. Können Sie uns auch eigentlich verstehen? Wir hören uns wie so alte Leute mit Hörgeräten. Es schallert schlecht, so ein bisschen. Aber ich, ne, hoffe, dass es bei Ihnen gut ankommt, sonst protestieren, ja, Sie. Ja, also der Grund ist, Sie rutschen in andere Dinge ab. Ist es manchmal auch Glück, dass Sie vielleicht nicht die Person gefunden haben, die Ihnen sagt, du musst das und das machen, das ist deine wirkliche Stärke? Ich habe immer Leute gehabt, ich habe ein sehr gutes Umfeld gehabt von Anfang an und wir hatten mit Wir sind Helden unheimliches Glück mit den Leuten, die sich um uns gekümmert haben. Aber ich glaube auch trotzdem, dass wir dieses Glück eingeladen und gesehen und wahrgenommen haben und dass es so ein paar quasi magische Handlungen gab. Also zum Beispiel am Anfang gab es ja ein Angebot, die Band zu feuern und alleine eine Karriere zu starten. Genau, das war das Angebot, was man dir gemacht hat.
Das war weil man dich besser vermarkten kann dadurch. Ja, und die Jungs so lästig. Ja. Und ich glaube schon, dass man, also ich glaube schon an so magische Handlungen und ich glaube an, dass man manchmal Zeichen geben muss, dass man voll zur Verfügung steht. So. Und dass man sich sozusagen wie beim Sport irgendwie freistellen muss, um angespielt zu werden. Ja? Und dass das in meiner und unserer Karriere eine Rolle gespielt hat, dass wir teilweise einfach sehr eindeutige Signale gesetzt haben und an den richtigen Stellen keine Kompromisse gemacht haben und es dann belohnt wurde. Und natürlich hat das auch faktisch einfach Leute aussortiert. Also unser damaliges Management hat sich damit aussortiert, die das unkommentiert an mich rangetragen hatten, ob ich nicht lieber ohne meine Band weitermachen möchte. Also man muss schon auch einen Blick für die richtigen Leute haben. Und genauso wie es Leute gibt, die sich immer wieder unglücklich verlieben und ein wirklich schwieriges Beuteschema haben, gibt es das halt in der Arbeit natürlich und bei Künstlern ganz viel, dass du dich einfach mit Leuten zusammentust, wo du denkst, das ist ja lieber nicht. Aber um zu diesem Ratschlag, zu diesem obszönen Ratschlag zurückzukommen, eure vorläufige Auflösung als Wir sind Helden, als Band, dauert ja jetzt schon ein paar Jahre. Pause, ja genau, volle Pause. Das war ja, oder jedenfalls von außen gesehen, muss ja gelegentlich auch anstrengend gewesen sein, weil, also das Zusammensein als Band, weil ihr ja euch gewissen basisdemokratischen Prinzipien unterworfen hatten. Alles wurde ausdiskutiert. Ja. Und alles sollte möglichst paritätisch aufgeteilt werden. Also in einem Video durftest du nicht länger gezeigt werden als der Gitarrist oder Schlagzeuger zum Beispiel. Oder jede Interview. Am Anfang, ne? Ganz am Anfang. Das haben wir uns irgendwann einmal tief durchgeatmet und losgelassen. Also. Und Interviewanfragen mussten alle erstmal diskutiert werden. Also so im Rückblick, nervt das nicht auch sehr? Also, ich habe immer noch das Gefühl, ich war genau in der Band, die ich haben wollte, die ich mir meine ganze Teenagerzeit gewünscht hatte. Und es war wirklich eine wunderschöne Band. Es war absolut zauberhaft. Aber wir waren eine extrem anstrengende Band, immer, für uns und für alle anderen, weil wir wahnsinnig langsam waren und wirklich alles ausdiskutiert haben. Und das war natürlich für uns anstrengend, aber auch für alle, die mit uns gearbeitet haben. Es war aber auch immer ein Schutz. Also man konnte uns einfach nicht überfahren. Es hat einfach zu lange gedauert, bis wir geantwortet haben. Und ich glaube, der Aspekt, also das war vielleicht eine Sollbruchstelle, weil man das einfach nur so und so lange machen kann, ohne gewisse Ermüdungserscheinungen. Das heißt aber nicht, dass das falsch war. Und ich habe das auch gesucht. Also ich war auch vielleicht auch aus dieser partiellen Schüchternheit, die ich dann doch habe, einfach glücklich, in einer Band zu sein, in der ich auch mal untergehen kann und in der ich auch mal überstimmt werde, meinetwegen oder so, ne, aber wo ich ein Teil bin von einem System, das, ne, das alles trägt. Das hat das für mich sehr viel leichter gemacht, aber auch schwerer. Und ich glaube, der Teil, der das dann auf Dauer vielleicht sogar hat kippen lassen, war der, den die wenigsten Leute, glaube ich, so auf dem Schirm haben, nämlich, dass wir in drei verschiedenen Städten gewohnt haben. Von Anfang an. Von Anfang an. Immer, also 12 Jahre lang. 12 Jahre. Welche waren die Städte? Hannover, Hamburg und Berlin. Mhm. Also nicht wahnsinnig weit auseinander. Magisches Dreieck. Magisches Dreieck. Aber wir haben, also eine Band ist ja sowieso unheimlich viel unterwegs, natürlich auf Tournee und für Promotion und so. Und wir waren zusätzlich vom ersten Tag an für jede Bandprobe und für jede Bandbesprechung auch noch unterwegs. Also es haben sich immer 2 Leute in den Zug gesetzt für alles, was wir gemacht haben. Reihum. Reihum, paritätisch, genau. Hm. Als wir dann die Ersten mit Kindern waren, hatten wir eine Zeit lang quasi so Berliner Hoheitsrecht. Aber das war natürlich, am Anfang hat es nicht wirklich so eine große Rolle gespielt, weil wir so viel getourt haben, so viel unterwegs waren, dass das auch egal war, wo wir gerade nicht sind. Ne? Aber
Irgendwann hatten wir dann 6 Kinder auf die Band verteilt, auf 3 Städte. Und da ist es natürlich dann echt schwierig, ne? Wenn man bei jedem Videodreh irgendwie immer einer sagt, irgendwie, aber um 5 will ich auf den Zug. Also es war sehr sportlich. Die Verkündigung einer solchen Pause, geht sowas, ohne dass Wunden bei dem einen oder anderen bleiben? Naja, ich glaube bei uns allen. Also es hat total wehgetan. Ging es von dir aus? Nicht wirklich nur, sondern von meinem Mann gleichermaßen mindestens. Und die anderen hat es nicht überrascht. Ich meine, die waren da ja dabei. Ne, die waren ja dabei 5 Jahre lang, in denen wir mit 2 kleinen Kindern auf Tournee waren. Also nicht geschlossen, wir waren jetzt nicht die ganze Zeit im Tourbus, ne, aber indem wir alles, was wir gemacht haben, dadurch, dass ja mein Mann und ich beide in dieser Band waren, alles immer mit 2 Kleinstkindern im Schlepptau gemacht haben. Das heißt, die Erschöpfung, um die es dann ging, die hat keinen überrascht. Aber also das war unheimlich schwierig und es hat wahnsinnig wehgetan, aber das war ein Prozess, der hat ungefähr diese 5 Jahre auch gedauert. Also ich habe an dieser Band wirklich festgehalten wie ein Terrier. Ich habe alles versucht, um die immer weiter möglich zu machen. Wir haben noch 2 Platten gemacht, wir haben noch, weiß ich nicht, 5 Tourneen gemacht, wir haben Festivalsommer gespielt, wo ich irgendwie mit Ohrenstöpseln von der Bühne gekommen bin, um 2:30 und stillen gegangen bin. Ich habe Konzerte gespielt mit Kotzeimer neben der Bühne, mit Schwangerschaftsübelkeit. Also ich habe das wirklich gewollt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie auch aufgegeben habe, hat das wirklich keinen mehr gewundert. Und jetzt mit dem Abstand von ein paar Jahren, wer ist das Verhältnis wieder so entspannt, dass du dir vorstellen könntest, wir spielen wieder zusammen? Das Verhältnis war nie unentspannt. Also wir sind wie Geschwister, vielleicht auch durch diese unterschiedlichen Städte. Ne? Unser Verhältnis ist so geschwisterartig. Also man teilt was ganz tief geht und was irgendwie auch sehr einzigartig ist. Ne? Also wie bei Geschwistern. Wenn wir uns sehen, sind wir sofort wieder in den gleichen Faxen und machen die gleichen blöden Witze. Und das ist irgendwie genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, wie es das von Anfang an war, dass wir das wieder machen. Nur jetzt gehen all diese Kinder bald in die Schule oder teilweise gehen sie schon in die Schule. Das heißt, logistisch wird es nicht gerade einfacher. Es wohnen immer noch alle in diesen 3 Städten. Und wir haben ja alle Sachen angefangen. Also ich habe ja schon 2 Soloplatten gemacht und so. Ne, und Marc hat eine Band, die er sehr ernst meint und Pola ist Produzent und ist so glücklich wie, glaube ich, noch nie in seinem Leben. Und Jean ist auch Produzent und macht das wahnsinnig gerne. Und also es ist schwierig, weil wir wollen das immer noch Pause nennen, obwohl es langsam ein bisschen peinlich wird. Aber ich finde es bescheuert, eine Band aufzulösen, die sich noch mag und die ihre Lieder noch mag. Und es, ne, es hat einfach was Künstler. Es wäre für uns künstlicher gewesen, uns aufzulösen, auch wenn es vielleicht für, glaube ich, die Fans damals einfacher gewesen wäre. Aber trotzdem möchte ich natürlich nicht, dass das, was ich jetzt seit 5 Jahren mache, so Pausenclownerie ist irgendwie, ne? Sondern das meine ich natürlich sehr ernst und da geht sehr viel Energie rein. Und also ich warte jetzt gerade nicht die ganze Zeit, dass es eigentlich in Wirklichkeit wieder losgeht. Hast du, weil wir gerade geredet haben davon, ob die Kunst entdeckt wird oder ob zum Beispiel auch gerade die schönen Künste auch einen besonderen Rahmen brauchen, damit man sie erkennt. Hast du das Experiment aus der Washingtoner U-Bahn, hast du davon erfahren, dass die Washington Post veranstaltet? Nee. Die haben da einen der berühmtesten Geiger der Welt hingestellt, Joshua Bell, mit einer 3,5 Millionen teuren Geige. Und er hat 6 Stücke von Bach gespielt, die zu den schwersten zählen, die es überhaupt gibt.
Und er hat da 45 Minuten gespielt. Und es war niederschmetternd. Niemand hat geklatscht. Oh Gott. 20 Leute haben nur was gespendet. 6 haben nur angehalten. Am Schluss hat er $32 eingenommen. Oh Gott. Und kurz davor war er aufgetreten in Washington. Es war ein in jeder Hinsicht gelungenes Konzert. Und der Durchschnittseintrittspreis betrug $100. Es wundert mich aber überhaupt nicht. Du warst ja auch mal Straßenmusikerin. Ich war auch mal Straßenmusikerin. 80 Mark verdient im Schnitt. Das war der höchste. In Freiburg in der Fußgängerzone, aber vielleicht ist Freiburg auch straßenmusikfreundlicher. Nee, aber das wundert mich tatsächlich nicht, weil es ist schon so, dass Erfolg einfach mehr Erfolg generiert. Ne? Und so diese Phasen, die man als Band dann hat, wenn man ganz viel Glück hat und alle Winde sich für einen fügen, das erzeugt schon eine wahnsinnige Eigendynamik. Also ab irgendeinem Punkt ist es so, dass der Erfolg an sich mehr Erfolg generiert. Also zum Beispiel auf Festivals finde ich das ganz, ganz eindeutig, wenn du da bist und du bist schon durch die Platzierung auf dem Festival, durch die Bühne, auf der du spielst, durch die Uhrzeit, um die du spielst, ist es völlig klar, dass du die Band bist, zu der heute gehopst werden soll. Also ne, der Erfolg an sich macht klar, was die Leute zu tun haben. Und zum Beispiel auf einem Festival ist es so, dass das für Bands unheimlich dankbar ist, wo die Leute wissen, was sie zu tun haben. Also alles, was ne, man weiß, entweder hüpfen oder winken oder weinen. So, ne? Aber nicht alles und abwechselnd. Und das ist einfach so. Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Definitiv. Ich glaube aber trotzdem, dass alle Bands und auch Bands zum Beispiel, die ich persönlich fürchterlich finde, das ist selten Zufall. Also was nicht stimmt, ist das, was beleidigte, erfolglose Musiker oft sagen, dass irgendjemand ja nur weil. Das stimmt nicht, sondern es ist immer irgendeine Eindeutigkeit dahinter. Also bei Bands, die sehr erfolgreich sind, kommt immer so ein Element hinzu von Klarheit, dass die Band meistens sehr eins ist mit dem, was sie macht. Also zum Beispiel ganz fürchterliche Künstler. Ja, stellen Sie sich einen sehr fürchterlichen Künstler vor. Traust du dir einen Namen zu nennen? Nee, aber wenn der sehr, sehr erfolgreich ist, dann hat es meistens damit zu tun, dass der das wirklich so meint. Also das Element, was dazukommen muss, ist eine bestimmte Klarheit in der Botschaft und eine Band, die sich irgendwie gegenseitig auf den Füßen steht und nicht eins ist mit dem, was sie da macht und so. Die wird immer so ein bisschen da nicht so richtig klar auch rüberkommen. Einer der bekanntesten Deutschen, noch bekannter als die Bundeskanzlerin, kein Witz, ist Jürgen Drews. Gilt das auch für ihn, diese Klarheit und dass er was Besonderes kann, also was du gerade beschrieben hast? Also ich meine nicht unbedingt, dass man was Besonderes kann. Ich meine nur ein bestimmtes Maß an Überzeugung und Eindeutigkeit. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass diese Eindeutigkeit, also ich hatte als Teenager ein sehr eindeutiges Ziel. Ich wollte das, also das, was mit uns als Helden passiert ist, war mein kühnster Traum. Und ich glaube, oder jenseits, weit jenseits meiner kühnsten Träume, so. Aber ich glaube, dass das ein Teil der Magie war. Und jetzt, wo ich so irgendwie so vor mich hin meandernd immer so ein bisschen mache, was ich will, aber gar nicht mehr so einen brennenden Antrieb habe, dass ich jetzt unbedingt wüsste, was unbedingt passieren muss, kommt auch was anderes zurück. Also alles, was zurückkommt, ist auch gemütlicher. Weil ich gemütlicher bin, weil meine Ausstrahlung so ein bisschen mehr zickzackt. Und dann ist auch alles, was zurückkommt, so ein bisschen zickzack. Und das ist jetzt voll in Ordnung, weil ich ja auch das andere schon gehabt habe. Aber ich glaube, dass das so funktioniert. Und ich glaube, dass, also zum Beispiel eine Band wie Silbermond, ne, mit denen wir immer so gegenübergestellt wurden. Ja, warum eigentlich? Weil Frauen, Männer, Musik. Deutsch. So. Deutsch, genau. Ja. Die sind ja wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, also erstens sind die total nett und cool und man möchte mit denen gerne Zeit verbringen. So. Aber die sind absolut ungebrochen eins mit dem, was sie da machen. Das kommt total von Herzen und die sind da 100% seit
die werden so wie Silly sein, wenn sie älter sind. So, ne? Also eine Band, die das einfach wirklich so meint. Silly, Band aus dem Osten, Kultstatus, ja, genau. Sängerin gestorben. Also eine Band, die einfach hundertprozentig genau das ist, was sie ist. Nichts anderes versucht zu sein, nichts anderes versucht zu verkaufen. Das, und das ist vielleicht bei Jürgen Drews, also bin ich nicht so in der Materie, aber... Weißt du was bei Jürgen? Ich habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben am vergangenen Freitag getroffen und auch interviewt. Das Irre ist ja, dass die Leute, die durch das Medienbild als besonders unsympathisch wirken oder gelten, wenn du sie persönlich triffst, sind sie in der Regel nett. Ja. Also von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Nee. Die größten Arschlöcher sind in der persönlichen Begegnung die nettesten. So, und dann hat dieser Jürgen Drews dann auch noch, vielleicht weil er den Ehrgeiz hatte, was Besonderes zu sagen, noch gesagt, dass er den Ballermann eigentlich auch grauenhaft findet. Und jetzt hat er, glaube ich, ein Problem, weil er weil er einen Teil seiner Karriere ja auch diesem Ballermann verdingt. Aber das ist der König von Mallorca, oder? Ja, genau. Also das hatte was. Von wegen eindeutige dahinterstehen und 100%, ja, das könnte schwierig werden. Und total besessen von dem, was du sagtest, total besessen und überzeugt, dass das richtig ist, was er macht. Ja. H.P. Baxter, ja? Oh Gott, ja. H.P. Baxter ist ein großartiger Typ, der total ansteckend ist in seiner Eindeutigkeit. Der ist, wie man in meiner Branche sagt, völlig down mit dem, was er macht. Und das ist eine ganz tolle Ausstrahlung. Wenn ich war irgendwie zweimal mindestens in Talkshows gemeinsam mit H.P. Baxter. Es macht wahnsinnigen Spaß, weil der einfach total gut drauf ist und genau das machen möchte. H.P. Baxter ist hyper. Ja, von vorne bis hinten. Den kann man auch deswegen beneiden, weil man an ihm nicht erkennen kann, dass er von irgendwelchen größeren Selbstzweifeln geplagt wird. Genau. Das ist wahnsinnig angenehm, mit so Leuten zusammen zu sein. Apropos Talkshow, du warst zweimal fast hintereinander in Talkshows mit Mario Barth. Und es geht, hier in Berlin sehr bekannt, es geht das Gerücht, dass du verlangt habest, dass man dich nicht mit ihm in einer Einstellung sehen kann. Ja. Stimmt das? Ja. Ist das nicht ein bisschen... Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Was? Rassistisch? Nein. Das ist geschmäcklerisch, das gebe ich zu. Was hat denn der Kerl verbrochen? Also, nee, es ist so. Also erstens hätte ich das natürlich von mir aus jetzt so nicht erzählt. Und ich habe das gemacht, weil ich weiß, dass ich sehr höflich bin und dass ich mich nicht unbedingt freiwillig, ohne dass ich es mir selber ausgesucht habe, öfter als alle 10 Jahre mit jemandem öffentlich anlege. So, das mache ich, wenn es sein muss, aber dann sehr aus der Hüfte und weil ich es mir selber irgendwie so ausgesucht habe oder weil der Impuls ganz stark ist. Und bei Mario Barth ist es so, also gerade da kommt noch dazu, dass er Comedian ist. Und bei Comedians ist es so, dass du eigentlich, wenn du das nicht lustig findest, nur verlieren kannst im Fernsehen. Weil du kannst entweder, bist du im Bild und bist die Einzige, die nicht lacht. Kommt nicht so gut rüber. Oder du bist irgendwie aus Höflichkeit gezwungen, irgendwelche Sachen höflich zu belächeln und damit im Fernsehen zu sein, die du fürchterlich findest und die du nicht unterschreiben möchtest. Und dann habe ich gewusst, meine Alternativen sind, ich lege mich öffentlich mit Mario Barth an und fahre ihm an den Karren, was ich überhaupt nicht mir ausgesucht habe, weil ich habe mir den ja auch für die Sendung nicht ausgesucht. Ihr hattet euch in der Sendung angelegt? Nein, nee, aber ich wollte mich gar nicht, es ist ja nicht mein Hobby, mich mit Mario Barth anzulegen, aber ich wollte nicht damit in irgendeiner anderen Form gemein gemacht werden und dann lieber gar nicht. Und dann sage ich gerne, dass ich da nicht mit im Bild sein möchte und nicht in Reaktion auf Mario Barth in der Öffentlichkeit vorkommen möchte. Erlaubst du mir eine kritische Nachfrage? Ja. Weil auch wenn ich in meiner Konferenz sitze bei der Zeit, das Wort Mario Barth und dann gibt es schon ein kollektives Aufjaulen. Ja. Aber ist das nicht auch ein bisschen das Problem von uns vermeintlich aufgeklärten, einigermaßen
situierten Menschen mit einem gewissen Bildungsanspruch, dass wir auf Leute wie Barth so abfällig immer geguckt haben, obwohl die eigentlich nichts anderes machen, als große Mengen von Menschen mit Witzen zu unterhalten, die nicht unsere sind. Und na, deswegen wollte ich ja nicht im Bild mit ihm sein, um nicht abfällig zu gucken. Und dann wird er auch noch gleich in die rechte Ecke gedrängt, ja? Also, dass er sozusagen der Komiker der AfD ist, was er vehement abstreitet und auch zurückweist. Also einfach nachgefragt, ist da nicht auch von uns allen ein bisschen viel Arroganz? Also nein, ehrlich gesagt nicht, weil ich wollte nicht im Bild sein, weil ich mir den Kampf ja nicht ausgesucht hatte und ich nicht anders als abfällig hätte gucken können, weil ich das ja blöd finde, was er macht. Aber ich wollte es ja nicht öffentlich blöd finden. Ich wollte ja einfach nur nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Und das, finde ich, muss man sich sehr wohl immer noch aussuchen können. Und zum Beispiel mein Mann hat dann zu Hause gesagt, nee, mach doch sowas, nimm das doch an und dann hau doch mal auf den Tisch und mach da irgendwie einen Rabatz und so. Aber sowas suche ich mir gerne selber aus. Damals war Mario Barth noch überhaupt nicht der Komiker der AfD. Also das war gar nicht mein Problem. Ich finde das nur einfach blöd. Und mein größeres Problem war, dass ich es dümmlich und frauenfeindlich finde und es mich gruselt, wie viele Frauen das toll finden und immer nur über Schuhe kaufen zu lachen und über Einparken. Und ich finde, dass das nichts Nützliches beiträgt zu irgendwas, was mir wichtig wäre. Und dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Du hast andere Konsequenz. Glaube ich, andere Künstler nicht haben oder sich nicht trauen zu zeigen. Du hast auch ein eher angespanntes Verhältnis zur Bild-Zeitung, sodass im Vorfeld dieser Veranstaltung gefragt worden ist, wird die Bild-Zeitung informiert, dass es diese Veranstaltung gibt. Kann man Karriere machen in Deutschland auch gegen die Bild-Zeitung? Oder hat also man Nachteile? Hat man Nachteile, wenn man sich mit der Bild-Zeitung anlegt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also wir hatten ja auch vorher nie mit der Bild-Zeitung so viel zu tun. Und ich glaube, ein großes Problem hat man, wenn man irgendwann mal die Entscheidung fällt, seine Karriere unter anderem auch auf der Gunst der Bild-Zeitung aufzubauen und sich dann anders entscheidet. Dann hat man ein richtiges Problem, ein massives Problem, ein karrierebedrohendes Problem. Massives, unschönes Problem. Und ich kenne viele Leute, denen das so ging. Unter anderem deswegen habe ich mich damals ja gar nicht mit der Bild-Zeitung, sondern mit der betreffenden Werbeagentur angelegt. Jung von Matt, die ja, dich für eine Kampagne gewinnen wollten. Genau. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas mache, was meine Karriere gefährdet, weil meine Karriere überhaupt nie Berührung hatte mit der Bild-Zeitung. Und ich glaube, also für Schauspieler ist es ganz, ganz schwierig in Deutschland, eine groß angelegte Karriere an der Bild-Zeitung vorbei zu haben, weil das einfach Schauspieler ja auch nicht immer nur für sich sprechen können, sondern einen bestimmten Auftrag haben und einen Film promoten müssen und da ne, dann Verbindlichkeiten eingehen, die ihnen vielleicht später auf die Füße fallen. Aber also für Rockmusiker im weitesten Sinne muss das überhaupt nicht sein. Wir haben eingangs schon gesagt, dass du im Moment eine entspannte Phase hast. Ich habe mir angelesen, weil ich das nicht wusste, dass du für dich die Entspannungsphasen deswegen so wichtig sind, weil du dann erst kreativ wirst. Du bist ein Mensch, der sagt, wenn ich 4 Stunden auf dem Sofa sitze und mir ist nichts eingefallen und ich halte es durch, dann kommt was. Erklär's mir, ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Das klingt schon wieder fast ja so ein bisschen zu nützlich. Also ich mache das mit dem Nichtstun eigentlich nicht als Kreativitätstechnik. So, ne? Also es ist nicht so eng verknüpft, sondern es ist eher wie so eine Art Hygiene, die so nebenher läuft und generell dazu führt, dass der ganze Apparat besser läuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Sofa sitze, um Ideen einzuladen oder zu empfangen oder so,
sondern eher um aus einer Geschäftigkeit und aus dem Tun rauszukommen. Also entstanden ist diese Technik, die ja nicht ich mir ausgedacht habe, sondern das machen irgendwelche Leute seit Jahrhunderten, nichts tun im Wald. Und ich mache es halt irgendwie auf dem Sofa meistens. Also ich habe schon sehr lange meditiert, bevor ich angefangen habe, wirklich nichts zu tun. Und das Nichtstun in dieser Extremsport-Variante mit den 4 Stunden und so, das ist entstanden aus einem Moment großer Verzweiflung heraus, wo ich mal wieder extrem frustriert mit mir selber war. Ich hatte wieder irgendwas Dummes gemacht, irgendwas Dummes gemacht, was ich nicht machen wollte, habe dafür noch auf die Fresse gekriegt, wie es immer so ist, und saß in meinem Zimmer und habe fürchterlich gelitten und war wahnsinnig wütend auf mich und auf meinen Scheißberuf und die Scheißwelt und war auch noch selber schuld. Also und habe Kastanien an die Wand geworfen. Tolle Kombination. Ja. Und dann hatte ich diese Blitzeingebung, wo ich dachte, ich habe schon Lieder geschrieben über das Nichtstun. Ich schreibe immer diese ganzen schlauen Texte, warum bin ich so doof und mache immer so viel. Und dann habe ich gedacht, das Einzige, was du noch nicht wirklich gemacht hast, ist, das mal ins Extrem zu führen. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, du bleibst jetzt hier sitzen und du hältst dieses ätzende Gefühl aus und schaust dir das einfach nur an und sitzt damit hier und guckst, was passiert. Und dann saß ich da und dann verging eine Stunde, die extrem unangenehm war. Und dann wurde es angenehmer und dann saß ich 2 und dann saß ich 3 und dann saß ich 4 Stunden auf meinem Sofa. Und das Licht hat durch den Baum vor meinem Fenster ganz wunderschöne Muster an die Wand gemacht und ich war völlig beseelt. Und seitdem mache ich das oder versuche es zu machen, mache es viel zu wenig, viel weniger als ich möchte. Du sagst auch, dass du manchmal deswegen spazieren gehst, weil du gelesen hast, dass beim Gehen der Teil im Gehirn, der Bedenken hat, der zaudert, ausgeschaltet wird. Das brauchst du bei einer Entscheidungsfindung. Ja, und beim Schreiben tatsächlich. Das mache ich relativ aktiv dann doch, auch wenn ich zum Beispiel ein Reimproblem habe. Also es gibt so Stadien im Songschreiben, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann gehe ich spazieren. Zugfahrten helfen auch, also alles mit Bewegung. Und ich wusste das erst gar nicht, aber ich habe das dann tatsächlich gelesen, dass einfach der Zensor, also der Teil im Kopf, der auch zensiert und stört beim Schreiben, dass der ganz blöd einfach damit beschäftigt ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen und nicht hinzufallen. Und das funktioniert ganz mechanistisch. Man kann nicht gleichzeitig laufen, nicht gegen Bäume laufen und sich beim Schreiben stören. Judith, du bist bekennende Buddhistin und sagst auch, das Lieben kann man lernen. Ja. Das versuche ich schon fast mein ganzes Leben mit unterschiedlichen Erfolgen. Wie übt man denn diese Eigenschaft? Eigenschaft ist vielleicht das falsche Wort. Dieses Gefühl, Lebenshaltung. Es gibt in ganz vielen religiösen und spirituellen Traditionen so verschiedene Grundpfeiler von spiritueller Praxis. Also das ist im Christentum ganz ähnlich wie im Buddhismus und ganz ähnlich, also vor allem bei christlichen Mystikern und im Islam, in der Mystik ist es genauso, dass ein ganz großer Schwerpunkt auf Liebe ist, natürlich immer. Ne? Das Herz aller Religionen ist eins und so. Das ist wirklich so, wenn du dir die Praxis anguckst, die Übungen. Und im Buddhismus ist es so, dass es eigentlich 3 Pfeiler gibt von Meditationswegen. Einer ist Ruhe, einer ist Einsicht und einer ist Liebe. So. Und da gibt es einfach Übungen. Also da gibt es, da kann man sich anleiten lassen, muss man aber nicht. Und im Prinzip sollte man auch jede Meditation mit einer ganz kurzen, denn das heißt liebende Güte-Meditation, beginnen, um das Herz zu öffnen. Man kann aber auch seine ganze Praxis, man kann im Prinzip nur Lieben üben und es reicht auch. Das ist das, was irgendwie
ganz viele Leute ganz weit und ganz tief gebracht hat, die einfach die ganze Zeit nur lieben, lieben, lieben. Und ganz viele Lehrer sagen ja das auch immer, mach's nicht so kompliziert, hinsetzen, lieben, lieben, lieben. Und wenn einem das schwerfällt, dann gibt es da Anleitungen. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz wunderschöne Meditation, die aber so ein bisschen Übung vielleicht erfordert. Die heißt das Durchbrechen der Grenzen. Und im Grunde geht man davon leicht zu schwer. Also man versucht erst Liebe für sich selber hervorzubringen, dann erweitert man das auf jemanden. Das findest du leicht, zu sich selber Liebe also zu entwickeln? Meistens ist es auf dem Rückweg von dem, okay, was ich jetzt schildere, noch leichter. Wenn man schon ein bisschen geübt ist. Also ja, dann geht man zu jemandem, den man eh mag, der einem leicht fällt, Kind zum Beispiel, ne? So. Dann geht man zu jemandem, der einem gleichgültig ist oder der, also den man öfter mal sieht, aber zu dem man eigentlich kein Verhältnis hat, also der Bäcker, der einem immer die Brötchen verkauft. Und dann geht man zu jemandem, der einem sehr, sehr schwer fällt. Und es ist aber auch so, also gerne auch Diktatoren und Massenmörder sozusagen. Ne? Die soll man auch lieben in der Übung? Ja, also wenn es Durchbrechen der Grenzen ist, was man übt, ja. Dann geht man quasi rückwärts. So, also grob, ne, angelegt. Und man kann aber auch liebende Güte zum Beispiel üben, was ich eine wahnsinnig schöne Übung finde, indem man versucht, einen Tag lang jeden, den man sieht, trifft, am besten, also so viele wie möglich, denen einfach, es gibt da so Formeln, die kann man aber abwandeln, mögest du glücklich sein, mögest du frei sein von Leid. Auf Englisch finde ich es schöner, may you be at ease, was ich wunderschön finde. Mögest du es leicht haben, alles, was dich berührt, ist ganz egal, ja? Den sagen oder den gegenübertreten fühlen. Und das Denken? Fühlen. Im Zug, beim Zugfahren, mögest du es leicht haben, mögest du dich heute Abend beschützt und geliebt fühlen können, mögest du in Sicherheit sein. So. Und das kann man üben und das ist eine wunderbare Praxis, auch für das eigene Herz. Und das hilft auch, wenn man Nachrichten liest, die einem das Herz brechen. Und es ist ein großer Schutz und ein großer Segen und ganz toll. Aber das Postulat, Diktatoren zu lieben, ja, ist das nicht auch eine Variante von Opium für das Volk? Was? Nee, man muss sie ja nicht gewähren lassen. Also du liebst ja auch dein Kind und lässt es nicht den ganzen Tag Süßigkeiten essen. Naja, also zwischen Süßigkeiten und Menschen einsperren ist schon ein himmelweiter Unterschied, ja, und Kriege entfachen. Aber natürlich muss man Handlungen, die anderen Leuten schaden würden, trotzdem nach bestem Können verhindern. Also lieben heißt wirklich nicht gewähren lassen, sondern lieben heißt wahrnehmen in Schwäche und Leiden und fürchterlichem Elend. Also ich würde sagen, jeder, der Elend über die Welt bringt, ist schon in der Hölle. Also es sind höllische Zustände und das ist schwer, aber dafür kann man, also ich glaube, Pierre Patch Adams war das, ne, der die roten Nasen erfunden hat, der gesagt hat, immer wenn ihm jemand ganz besonders schwer fällt in dieser Praxis, dann macht er sich klar, wenn derjenige meine Mutter gehabt hätte, würde er das wahrscheinlich so nicht machen. Also du kannst in jedem Attentäter, in jedem, der fürchterliches Leid über die Welt bringt, kannst du das Baby sehen, als dass der geboren wurde, und dir vorstellen, was auf dem Weg dahin passiert ist. Das kann ich, aber es tröstet nicht. Nee, es tröstet nicht, aber es, ehrlich gesagt, tröstet es doch. Also es tröstet schon. Das heißt ja nicht, dass man stillhält und dass man nicht auch gleichzeitig sehr klare Gefühle dazu entwickeln kann. Also hate the sin, love the sinner. Du hast aber vorhin gesagt, du bist manchmal in deinem Zimmer und bist wütend. Ja. Auf dich oder auf andere. Fällt es dir leichter, wütend zu sein oder zu lieben? Lieben. Wütend ist schwer, ne? Wütend ist schwer, wird immer besser darin. Was passiert, wenn die Wut nicht raus kann? Och, dann wird man krank. Aber auch mit der Wut hilft das ja. Also
man übt zum Beispiel diese liebende Güte-Meditation ja auch nicht isoliert, sondern man übt, alle seine Gefühle wahrzunehmen und auch die Wut sein zu lassen. Man lernt ja, Gefühle sich aussprechen zu lassen. Ne? Also das ist tatsächlich was, was vielen Leuten passiert, die Schwierigkeiten mit Wut haben und einen Meditationsweg einschlagen, dass die denken, jetzt meditiere ich die ganze Zeit und dann habe ich alle total lieb. Und das funktioniert auch nicht so toll. Ich würde dich sehr, sehr gerne zum Schluss mit einigen besonders markanten Zitaten von dir konfrontieren, die, finde ich, die man vielleicht ein bisschen noch ausführen kann, weil sie auch so kurz von dir waren. Das eine im Tagesspiegel hier in Berlin, gegenüber dem Tagesspiegel geäußert, man tanzt nicht zu eigenen Liedern. Warum nicht? Man tanzt nicht zu eigenen Liedern, weil man auf seine Schuhspitzen guckt, wenn eigene Lieder irgendwo laufen. Und in meinem Fall, weil man sie nicht erkennt. Manchmal. Also mir geht es oft so, dass, also man nimmt ja seine Musik auf und dann ist man ganz tief drin, aber man hört die in der Form, wie sie auf der Platte sind, fast nie wieder. Ich glaube, das ist kaum jemandem klar, ne, von außen. Also ich höre ja meine Platten nicht. Das heißt, ich höre meine Lieder dann live und aus meinem Mund, aber ich höre die, und wenn ich die dann in einem Schuhgeschäft aus dem Lautsprecher höre, dann denke ich, das kenne ich. Also, wirklich. Ja. Und ich finde auch immer, die Frau klingt, als wäre sie 10 Jahre alt. Ich bin immer wieder erschüttert über meine Stimme. Es gibt Menschen, die sich im Fernsehen sehen, auch. Ja. Sagt, wie kann man so aussehen? Ja, klar. Man gewöhnt sich auch nur teilweise. Man gewöhnt sich nie dran. Ja. Und klar, man ist dann auch, also ich muss jetzt manchmal, weil zum Beispiel meine Kinder meine Musik jetzt erst entdecken teilweise. Finden Sie sie gut? Noch, ja. Gott sei Dank. Also noch der kleine, kurze segensreiche Phase vor der Pubertät. Noch finden die alles geil. Aber tatsächlich muss ich dadurch jetzt öfter wieder meine ganze Musik hören, als ich mir es sonst so aussuchen würde. Und ich komme gut klar. Also ich finde, ich mag das noch alles, was wir gemacht haben und was ich mache und so. Aber trotzdem, man tanzt nicht zu seiner eigenen Musik, also außer auf der Bühne. Zweiter Satz. Das Netz ist der größte Feind der Kunst. Hab ich gesagt? Ja. Frech. Am 26. Januar 2014. Also das Netz ist der größte Feind der Sammlung. Ja? Sammlung. Der Sammlung, also der Einspitzigkeit, der Konzentration und der Klarheit. Aber ich liebe das Internet auch. Also ich bin da sehr gespalten. Ich liebe das Internet für seine Möglichkeiten, direkt mit seinen Leuten zu kommunizieren. Und ich nutze es ja auch sehr. Bin ja bei Twitter und Facebook, also unter Schmerzen, aber auf Instagram? Auf Instagram ganz neu. Habe ich mich ganz lange geweigert und jetzt vergesse ich immer dauernd, das zu machen und so. Aber ich bin dem Internet auch sehr zugetan und ich liebe Künstler, also mein Seelentier, mein neues Idol ist Amanda Palmer, die von den Dresden Dolls, die hat so das erste große Crowdfunding eigentlich der Musikgeschichte gemacht und die reitet das Internet wie keine zweite und ich finde das ganz, ganz toll, wie sie das macht. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch einfach leicht suchtgefährdet und muss schon gucken, dass ich das im Zaum halte. Haben deine Kinder gewisse Netzgrenzen oder was dürfen die? Ja, klar. Fernseh gucken? Also ich rede ja so ungern über meine Kinder. Ach so, okay, dann also das außer, dass ich aus Versehen, wenn ich vergesse, dass jemand zuhört, ganz, ganz viel und die ganze Zeit über meine Kinder reden möchte natürlich. Aber du setzt Grenzen? Klar, aber ich bin eher netzaffin und ich denke immer, dass wenn man in der Welt sich irgendwie sinnvoll verhalten möchte, dann glaube ich, dass die Kinder eigentlich alle Hacker werden müssen. Also ich glaube, man muss lernen, das Internet zu gestalten und zu zähmen und sich untertan zu machen und dass es das größte Problem ist, wenn wir unsere Kinder zu Netzkonsumenten erziehen. Mein Impuls ist, Geld in Freiheit zu übersetzen.
Ja. Musikexpress. Ja, genau. Gott sei Dank. Also, ja. Heißt? Mache ich ja im Prinzip jetzt gerade. Wann habe ich denn das gesagt? Das hast du gesagt auf die Frage, also sinngemäß, ja, was machen Sie mit Ihrer ganzen Kohle? Ach so, ja, Freiheit. Ich bin glücklicherweise zu einem sehr gesunden Verhältnis, glaube ich, zu Geld erzogen oder so. Es ist mir ein sehr gesundes Verhältnis in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter, mit der ich aufgewachsen bin, hat selber als Kind irgendwann wohl gesagt, sie möchte entweder ganz viel Geld verdienen oder keins brauchen. Und keins brauchen ist es am Ende geworden. Meine Mutter ist literarische Übersetzerin und braucht Gott sei Dank nicht viel Geld, weil die überhaupt keins verdienen. Und große Ungerechtigkeit, wie wenig Übersetzer verdienen. Also die übersetzt Bücher, die hier alle gelesen haben, und verdient deutlich weniger als derjenige, der die Straße vor ihrem Haus verlegt. Also sie sind Stunden- und Seitenhonorare, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber es ist ein sehr schöner Beruf und man hat nur mit klugen, schönen, tollen Leuten zu tun. Und das ist der Tausch, den sie wissentlich eingegangen ist. Und so bin ich sozialisiert. Und das ist ein Segen. Und auf der anderen Seite habe ich noch einen Vater, der Coach ist, also der Unternehmenscoach ist und auch nicht wahnsinnig viel Geld verdient hat oder so, aber da so ein bisschen einen üppigeren Umgang hat oder keine Ahnung. Sondern also ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Mischung abgekriegt. Und ich habe vielen Leuten zugeguckt, wie sie viel Geld in sehr viel Unfreiheit verwandelt haben. Das kann man auch ganz schnell machen. Und wenn man sich immer fragt, warum diese ganzen alten Recken noch auf Tour gehen, dann meistens nicht freiwillig. Also man kann ja, ne, man kann im falschen Moment so sein Geld immobil machen und dann für dahin, für sein Haus arbeiten und so. Ich glaube, die Stones, die sind aus reiner Lust noch unterwegs. Hoffentlich, ja. Ich glaube schon. Hoffentlich alle. Gesehen. Oft ist es auch so bei solchen Bands, dass tatsächlich einer das geschafft hat, sein Geld durchzubringen und die anderen aus Solidarität noch auf Tour gehen. Okay, also große Familie. Nee, aber ich meine, das hört sich jetzt so an, als würde ich denken, dass man nicht mehr freiwillig auf Tour gehen kann, sondern im Gegenteil. Ne? Also wenn man Geld in Freiheit verwandelt, durchatmen zu können, also wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, ne? Ich muss noch arbeiten und ich muss noch, das Problem an meinem Beruf ist, der kostet wahnsinnig viel Geld. Ne? Also mit meinem Beruf, und deswegen verstehe ich das jetzt langsam, wie zum Beispiel irgendwie das Geld von so Leuten auch verschwinden kann. Videos drehen, Band bezahlen, ich bin zum Beispiel nicht versichert, wenn ich Konzerte absage, so wie diesen Sommer, dann habe ich ein richtiges Problem, sofort. So, ne? Also der Beruf ist sehr aufwendig und kostet unheimlich viel Geld und man muss sehr schlau damit umgehen. Und wenn man schlau ist, dann versucht man das so zu machen, dass man ab und zu auch mal kurz nichts machen kann und sich überlegen, was man als nächstes machen möchte. Charlotte Roach, mit der ich befreundet bin und mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat mal gesagt, ich muss mich damit abfinden, dass mein größter Erfolg in jungen Jahren war. Wenn das auf dich zuträfe, ist das was Gutes, weil es einen fürs Leben vorbereitet, oder etwas, was einen eher wehmütig stimmt? Also ich habe ja irgendwie halb bewusst, aber doch absichtlich sozusagen so den Dimmer betätigt und meinen Ruhm runtergefadet. Also ne, das war ja jetzt nicht nur Erschöpfung, warum wir aufgehört haben, sondern auch, dass ich des Ganzen müde war. So. Also es war schon Absicht. Und es ist ein bisschen das, was andere Leute in ihren Managerberufen Downsizing nennen. Und dadurch entstehen dann aber natürlich auch neue Probleme. Und man kann das leider nicht gleichmäßig runterfaden, so wie es einem gerade gefällt. Und gerade so berühmt sein, wie man irgendwie möchte, dass man unbehelligt ist und alles funktioniert trotzdem. Also die eine Sache, die suchterzeugend ist an Erfolg bei mir und wo es schwierig ist, sich dran zu gewöhnen, ist, also ich zum Beispiel, ich vermisse das nicht, vor so vielen Leuten
aufzutreten. Das war für mich immer grenzwertig. Das war toll, berauschend und furchterregend. So, und das reicht mir erstmal so. Aber die eine Sache, die schwer ist zu verkraften, wenn die wegbleibt, ist, dass Erfolg Rückenwind ist. Und Erfolg ist Rückenwind für die Sachen, die du machen möchtest. Und ich muss jetzt natürlich lernen, selbst gewählt, damit umzugehen, dass nicht mehr alles, was ich machen möchte, unterstützt wird und irgendwie magischen Rückenwind erfährt. Also, weil es fühlt sich magisch an in dem Moment, wo es so ist. Du hast dann Jahre, also mit dieser Art von Erfolg hast du Jahre, wo jedes Mal, wenn du deinen Mail-Account aufmachst, irgendwas Geiles passiert. Das ist einfach so. Machst deinen Mail-Account auf, irgendwas Geiles ist wieder passiert. Du denkst hier irgendeine Schnapsidee auf, alle Winde vereinen sich, um deine Schnapsidee nach Hause zu tragen. Und das ist nicht mehr so, sondern ich muss meine Schnapsideen genauso abwägen wie andere Leute auch. Und das tut manchmal weh. Aber den Tausch ist es definitiv wert. So, ne? Also ich freue mich dann, wenn irgendwie Rückenwind kommt und mache dann wieder mehr Schnapsideen. Noch mehr. Vorletzte Frage. Auch ein Zitat von dir. Man verliert so viel Kraft beim Zaudern. Ja. Ja. Was heißt das? Dass ich ein kleines Kopfvieh immer war und bin und viel denke und zaudere und viel Übung reingesteckt habe, schnellere und bessere Entscheidungen zu fällen oder nicht bessere, schnellere einfach. Also oft ist es ja gar nicht so wichtig, was man macht. Das vergisst man. Man macht es. Ja, also man vergisst es so ein bisschen, dass das Seelenheil ganz oft nicht so doll von den Ergebnissen abhängt, von dem, was man so macht, ne? Sondern zum Beispiel viel mehr davon, ob man an dem Tag schon ein paar Leuten gewünscht hat, dass sie happy and at ease sein sollen. Ne? Davon hängt mein Tagesglück viel mehr ab, als davon, ob ich jetzt schon wieder eine gute Entscheidung gefällt habe. Und außerdem ist es ja auch so, dass die schnelleren Entscheidungen sehr oft die besseren sind und so. Ich habe viel Energie im Zaudern verloren und mein Umfeld an meinem Zaudern auch. Teilnehmen lassen. Ja. Mit der letzten Frage kehren wir zurück an den Ausgangspunkt, nämlich Ausbildung. Ja. Von dir stammt der schöne Satz, ausgesprochen bei Aspekte, einer Kultursendung des ZDF, Schule belohnt keine Freaks. Ja. Aber du warst doch gut in der Schule. Ja. Trotzdem war ich, war gut in der Schule, aber mein Freak-Sein wurde nicht belohnt. Und ich musste ganz viel kompensieren und kaschieren und habe viel Energie dabei verloren, meine Freak-Flagge quasi möglichst niedrig flattern zu lassen. Und in der Uni hatte ich das Gefühl schon auch. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen und es gibt Lehrer, die so, oh Captain, my Captain mäßig unterrichten und in allen den kleinen Freak rauskitzeln. Es gibt inspirierende und tolle Lehrer, aber ich glaube, dass unsere Schule mit den Lehrplänen, und das hat, glaube ich, auch mit unserer Geschichte zu tun und das hat seine sehr validen Gründe, sehr auf Mittigkeit ausgerichtet ist und auf alle mitnehmen, was gut ist, ne, aber dadurch sehr die Mitte belohnt. Wäre es dir wichtig, dass deine eigenen Kinder ein Abitur machen und Studium absolvieren? Nee. Ich bin sehr kritisch, was institutionalisierte Bildung angeht, wie man merkt daran, dass ich es nicht aussprechen kann. Nicht um des Abschlusses willen. Und ich finde, es gibt wirklich, also es ist ein großes Drama, wie viel Energie und Lebenszeit Leute in Fernziele stecken. Das heißt nicht, dass ich irgendwie Hedonismus da befürworten würde, sondern nur, dass man sehr genau mit sich ist und mit dem, was einen wirklich führt. Und ich finde es sehr traurig, wenn Leute Kraft verlieren an so, wie sagt man,
deferred Lebensglück. Ja? Also wenn man immer sagt, jetzt muss ich nur noch mein Abi machen, dann wird alles gut. Jetzt muss ich nur noch mein Studium abschließen, dann kann ich endlich. Jetzt muss ich nur noch 30 Jahre arbeiten, dann kann ich endlich in Rente gehen und dann stirbt man leider vorher und dann war's das. So, das ist einfach so, so funktioniert das Leben und da halte ich ganz wenig davon. Ich halte aber wahnsinnig viel von Bildung. Ne? Also ich finde toll, immer nur Gedichte lesen, zur Not nicht zur Uni gehen, jeden Morgen irgendwie Wordsworth lesen oder was einem halt, wie mein englischer Produzent immer gesagt hat, whatever floats your boat, und mit dem, was das eigene Boot flottieren lässt, muss man sehr streng sein. Muss ein ganz toller Typ übrigens sein, mit einer wahnsinnigen Geduld. Und du musst auch ziemlich anspruchsvoll sein, bis du mit irgendeiner Aufnahme zufrieden bist. Ich? Ja. Und er sagt dann, habe ich mir alles angelesen, ich weiß so bestimmt, wenn du 30 Varianten hast, sagt er, 3 sind darunter, damit kann ich was anfangen. Ja, ich bin auf der anderen Seite auch irgendwie ein totaler Punk und nehme ganz viel Zeug, was auf meinen Demos drauf war. Okay. Also es ist, ich weiß manchmal sehr genau, welches Gefühl ich erzeugen möchte und manchmal ist das Problem, dass ich das alleine in meinem Zimmer auf meinem Demo-Gesang schon hatte und dass wir dann nach 2 oder 3 Tagen Gesangsaufnahmen halt das nehmen müssen, obwohl es knackst. Okay. Oder so. Also, meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie die richtigen Inspirationen jetzt bekommen haben für Ihre eigene Ausbildung, aber sorry. Was ich wirklich sagen kann und aus voller Überzeugung ist, ich habe selten oder eigentlich noch nie auf der Bühne jemanden erlebt, der so aufrichtig und so offen und uneitel spricht wie Judith Holofernes, und dafür möchte ich mich sehr bedanken. Dankeschön. Und bei Ihnen für Ihre Geduld. Und für Ihr Kommen.